Traum vom Sommer. Buche jetzt deinen Winterzug im besten Freizeitpark der Welt. Europa-Park. Zeit gemeinsam erleben. Jetzt bei der Schülerhilfe. Unfick oder Geld zurück. 84% unserer Schüler sind nach 6 Monaten im Schnitt um eine Note besser. Testen Sie das Original. Die Schülerhilfe. Schon ab 8,70 € pro Unterrichtsstunde. Teilnehmende Schülerhilfen auf schülerhilfe.de. Der Plan von US-Präsident Trump, der Isabel als Hauptstadt Israels anzuerkennen, stößt auf internationale Kritik. Trump will seine Entscheidung heute offiziell bekannt geben. Für Daniel soll der Rat in der Region begrenzen. Papst Franziskus befürchtet neue Spannungen in der Region. Auch in Berlin sind die Sorgen groß. Dass eine Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt den Nahostkonflikt anheizt. Über den Staat in Jerusalem könnten nur die Konfliktparteien Israel und Palästina im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung entscheiden. Deutschland habe jedenfalls nicht vor, seine Botschaft aus Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Wegen möglicher gewalttätiger Proteste gegen die USA im Nahen Osten hat das Auswärtige Amt seine Reisehinweise für die Region aktualisiert. Die Unionsfraktion spricht von einem großen Vorsichtigen US-Handelspolitik. Präsident Trump bringt sein Land damit in eine strategische Lage. Es war zu befürchten, dass sich auch wichtige Verbündete in der arabischen Welt USA distanzierten. Berlin. Luxusprodukte bleiben bei Amazon und eBay vermutlich neue Ware. Der Europäische Gerichtshof hat heute nämlich entschieden, dass Anbieter ihren Vertragshändlern den Verkauf über Drittplattformen verbieten dürfen. Einschränkungen seien kein Verstoß gegen das EU-Recht entschieden.